Mit der Axt können wir jetzt aber ein bisschen was machen und vielleicht probieren wir jetzt nochmal Bahamut, weil jetzt haben wir auf jeden Fall die größere Reichweite. Und wir hauen jetzt deutlich, also schön nach oben. Probieren wir dann einfach nochmal. Wir haben aber ansonsten nichts Neues freigeschalten, außer mehr Flares. Haben wir jetzt überhaupt noch mehr Flares? Ja, wir haben immer noch die 31. Achso, das war's schon. Achso, wir haben ein Level abbekommen scheinbar, oder? Oder hatten wir so viel Leben? Ich weiß es gar nicht. Zumindest, wie gesagt, noch ein einziges Mal Bahamut, wo wir jetzt so viel bekommen haben. Wäre halt schön, das so zu beenden, sage ich mal, die Aufnahme. Ich wollte es ja auch schon Ewigkeiten beendet haben. Nur, naja, ich finde immer wieder neues Zeug. Jetzt habe ich ja endlich den Bronze-Mirror bekommen. Und damit konnten wir jetzt noch so viel tun. Wir könnten damit auch noch so viel machen. Aber naja, das, ja, wie gesagt, jetzt probiere ich noch einmal Bahamut. Das sollte jetzt theoretisch besser funktionieren. Auch wenn wir jetzt nicht mehr Leben haben, trotzdem einfach bloß, weil wir ein paar neue Sachen haben. Gut, die Grappling Claw ist egal, aber die Axt auf jeden Fall. Allgemein schätze ich, die Axt und mehr Flares werden es reißen. Und dann mache ich so wie das letzte Mal, dass ich immer Flare und dann... Ja, wobei, ich kann es auch so mal mit der Axt probieren. Vielleicht probieren wir noch zweimal. Weil wenn ich mich wirklich nicht treffen lasse, dann habe ich auch genügend Gelegenheiten, durchs Feuer zu kommen. Also durch die Dings... Durch die Feuer... Ich wollte den Fisch hauen und nicht runterfallen. Na toll. Ach, ich hasse das, wenn es so ewig dauert mit dem Aufzug. Allgemein, deswegen hasse ich auch den Tempel des Mondlichts. Und diese Stelle, in der... Naja. In der... Himmels... Ach, ich vergesse immer, wie man es auf Deutsch nennen würde. Himmelsquelle, genau. Oder Quelle im Himmel, irgendwie sowas. So, habe ich schon ausgewählt. Deswegen aktivieren wir es gleich und gehen ran an Bahamut. Jetzt machen wir Hackfleisch aus ihm. Oder Fischstäbchen eher. Genau. Bahamut-Fischstäbchen gibt's jetzt. Hoffe ich zumindest. Oder es gibt Kozugi-Fischstäbchen. Das werden wir genau jetzt herausfinden. Vor allem, es sollte so dermaßen viel Schaden machen jetzt. Schauen wir mal. Zumindest treffen tue ich ihn jetzt besser. Ja, da geht's auch ganz gut, okay. Und 10 Schläge davon sollten deutlich mehr ausmachen als 10 Schläge von der Peitsche. Ich glaube, er ist jetzt schon im Agro-Modus, kann es sein? Nach 3 Schlägen mit der Axt? Oh, wow. Und deswegen wollte ich halt ganz gerne so ein paar neue Sachen haben. Aber bloß weil ich weiß, dass es noch sehr, sehr tolle Sachen gibt. Aber gleich wechsle ich dann auf die Flares. Weil da wird es mir jetzt echt fast schon ein bisschen zu ungemütlich. So, okay. Na, verdammt. Das waren 2 völlig unnötige Treffer mal wieder. Ja, nochmal von mir getroffen, aber egal. Also, ich wurde nochmal getroffen von ihm. Und er ist schon da. Wow, nach 5 Treffern damit, das ist natürlich super angenehm. Jetzt können wir es schaffen. Jetzt sage ich, dass wir es schaffen können. Sehr schön. Das waren auch nochmal 3 schöne Treffer. Das war verdammt knapp. Okay, da nochmal 3 schöne. Na komm schon, das klebt, das geht, das geht. Jetzt mit dem Links geht's. Mit der Axt. Und 3 Treffern gleichzeitig. Kann man jetzt natürlich auch machen. Ich wollte natürlich nicht so viel Flares verschwenden, deswegen. Okay, das hat jetzt auch schon eine Weile lang nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Oh, wow. Nein, noch 2 Leben. Na komm schon, Bahamut, stirb jetzt. Gibt's doch nicht, dass dieses Vieh so viel aushält. Okay, dem kann man jetzt ausweichen. Da, ja. Wenn es gerade ausgeht, dann ist nicht das Problem. Wie viel hält er denn bitte aus? Es ist unglaublich. Nur das ist halt verdammt schwierig, weil man nie genau weiß, wo sie denn genau dann rankommen. Aber es funktioniert. Es muss funktionieren, wenn ich jetzt so schnell Schaden mache. Arg viel besser werde ich irgendwann nicht mehr. Das ist halt das Problem. Ich kann mir noch mehr Leben holen, aber vom Schaden her bin ich jetzt halt echt top. Da ist halt auch echt die Frage, ob ich dann nicht immer wieder reinspringen sollte. Eine sichere Flare rein und dann wirklich nochmal mit der Axt versuchen.
Weil die Axt macht so viel Schaden. Es war kein schlechter Versuch. Wir haben auf jeden Fall mal gut Schaden reingehauen. Schon während der Feuerballphase. Wenn ich das jetzt noch besser mit der Axt hinbekomme, weil man hat gesehen, wie schnell man mit der Axt da reinbekommt in die Phase, dann sollte es funktionieren. Es muss jetzt nur alles einfach so funktionieren, wie ich das will. Okay. Nein, nein, nein. Okay. Glück gehabt mit dem Fisch. Das ist der schlimmste Fisch von allen. Alle anderen gehen irgendwie, aber der macht echt Probleme. So, diesmal sogar keinen Schaden bekommen. Schön. Na, komm schon. Es muss klappen. Es muss einfach klappen. Wir müssen irgendwie Bahamut besiegen können. Das ist doch echt schlimm. Er war früher auch ein herausfordernder Boss, aber nicht so herausfordernd. Sagen wir mal so. Also man konnte ihn auch schon relativ früh töten. Ja, ich dachte gleich 3 Treffer, wenn ich schon getroffen werde. Das war natürlich von Anfang wieder total blöd, diesen Treffer zu kassieren. Ja, vorsichtig, ein bisschen früher rein, aber egal. Nee. Wieso hat das jetzt nicht getroffen? Mann. Na toll, das hat mich nochmal getroffen. Ach, ich hasse das. Und dann bloß mit der Flare, weil die Flare macht nicht so viel Schaden. Sie macht zwar schon Schaden, ja, aber nicht so viel. Ich bin so unbeweglich, deswegen. Und das kann ich jetzt absolut vergessen. Ja, das hatte keine Chance, weil ich da einfach viel zu oft getroffen wurde. Aber wenn ich es so mache wie am Anfang, dann sollte es funktionieren. Ich kann halt nicht wie bei der Peitsche reinspringen, weil sonst, wenn es mich irgendwo anders hinzieht, dann bleibe ich einfach stehen. Das sollte ich aber an sich auch gar nicht tun. Ich sollte wirklich das nutzen, wenn er nach unten geht. Da dann kurz ein bisschen reinspringen. Das ist das Wichtige. Ich könnte jetzt mit dem Geld könnte ich ihn auch sicherlich bloß mit Flares machen, aber... Es bringt so schrecklich wenig. Also wenn dann so eine Flare rein und dann wirklich das Dings. Die Axt nochmal versuchen, so seitlich. Nein, was war das denn? Da bin ich jetzt nochmal hängen geblieben. Toll. Na, großartig. Nein, nicht. Das ist natürlich blöd, wenn ich da jetzt irgendwo mich aus Versehen dran hänge. Komm. Komm schon, Aufzug. Komm schon. Aber Bahamut ist echt bisher der schlimmste Gegner. Das vor allem mit Abstand. Ich hoffe nicht, dass die nächsten Bossen noch viel schwerer werden als er. Ja, nein. Ach, wie gesagt, ich hasse den Fisch. Den... Ach so, stimmt, jetzt komme ich... Gewagter Sprung. Das war nicht knapp. Das war überhaupt nichts. Na, großartig. Naja, wenigstens haben wir jetzt mal den Shop aktiviert. Wenn wir jetzt Bahamut töten, dann haben wir wenigstens den auch mal freigelegt. Sagen wir es mal so. So, Fisch. Der ist mir egal. Du bist mir aber nicht egal. Kommt drauf an, wie das obere dann landet. Naja, je nachdem komme ich dann noch nicht so wirklich ans untere ran. Also so mal, egal. Vergesst, was ich gesagt habe. Es hat nicht wirklich Sinn ergeben. Ich will jetzt wirklich auch bloß nochmal Bahamut probieren und dann wirklich beenden. Der Boss, der mir jetzt echt wirklich schon eine ganze Weile Probleme macht. Also halt über diese Aufnahme jetzt. Meine Güte. Wir haben ja echt viel erreicht, aber das Einzige, was wir nicht erreicht haben, ist, naja, der hässliche Fisch hier. Okay, gleich links. Damit hatte ich nicht gerechnet. Na, das war nichts. Also... Es war doch ganz gut, sage ich mal so. Es waren Treffer und zweimal zwei Flares. Ja, schön. Und da nochmal zweimal rein. Wunderbar. Das läuft gerade noch gar nicht schlecht. Ja, von ihm nochmal getroffen. Schade. Und noch ist verkraftbar. Oh, wow, jetzt schon. Sehr, sehr gut. Wenn es einfach ein bisschen kürzer wäre, dann wäre es auch gar nicht so schlimm. Aber es ist wirklich halt Ewigkeiten lang. Nein, okay.
Ja, das hat gerade so getroffen. Wow. Das war verdammt knapp. Mit der Axt. Aber bloß darüber. Ja, genau. Sehr schön. Sehr schön. Wunderprächtig. Nochmal was? Zweimal hintereinander? Das ist mies. Das ist richtig mies. Und ich weiß halt echt nicht, ob ich ihm hier Schaden machen kann. Aber ich glaube nicht. Er ist einfach bloß absolut mies. Wenn du es jetzt noch ein drittes Mal machst, dann hasse ich dich. Nein, da war er unverwundbar gerade. Schade. Ich dachte, ich hätte ihn. Deswegen habe ich jetzt gerade... Deswegen bin ich jetzt gerade so reingegangen. Das war zu voreilig. Gute Runde, vermasselt. Schade. Vor allem wird es jetzt nochmal zweimal machen. Ja. Aber das ist doch der Beweis, dass ich beinahe hätte. Deswegen, ich war mir eigentlich sicher, dass ich ihn damit hätte. Nochmal ein Axtangriff und der wäre gewesen. Leider nicht. Immer noch nicht. Jetzt, Dankeschön. Stirb, du hässlicher Fisch, du. Meine Güte. Wie lange hat es jetzt gebraucht insgesamt? Waren es jetzt 2 Stunden lang Bosskampf? Congratulations, you have obliterated Bahamut. But the adventure continues. Oh, meine Güte. Und Wasserrutsche. Und damit sind wir in der Surface. Also an der Oberfläche wieder. Hallo. Achso, klar, ich kann ja nicht lesen unter Wasser. A new laptop has come out. It's me. Two new models of the laptop you're using arrived at the village. There's one left in inventory at the store. I already bought the other one. If you don't hurry, I'll buy the other one too, as a backup machine. Okay. Also, ein neuer Laptop ist freigeschaltet worden. Nein, ach nein. Nein, ich habe das verpasst. Komme ich da irgendwie wieder hoch? Nee, ich muss wieder durch die Spring in the Sky. Oh, aber da geht's noch rein. Stimmt, da ist der Sacred Orb. Aber was war denn da oben? Ich hab's vergessen. Hallo, danke. Da komme ich auch nicht so hin, oder wie? Doch, da. Guck mal. Oh, nee, das waren Fledermäuse. Aber von den Fledermäusen aus komme ich doch da irgendwie rein, oder? Nee, 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 nee. Okay, wir gehen nochmal kurz zurück. Hier hin. Gehen nochmal kurz zu Bahamut. Wir haben jetzt getötet, jetzt holen wir auch sein Zeug ab. Das wäre sonst blöd. Dann holen wir uns noch den neuen Laptop, weil genügend Geld sollten wir haben. Ich weiß von nicht, was der bringt. Vielleicht mehr Memory. Wobei ich gerade eben noch genügend Memory habe. Und dann beenden wir. Dann ist nämlich echt schon, naja, lang genug die Aufnahme. Okay. Na komm schon, Aufzug. Aber wir haben dann auf jeden Fall ja heute einiges gerissen, muss ich sagen. Also jetzt schon mal so als Zwischenfazit. Wir haben die Spring in the Sky abgeschlossen. Wir haben die Inferno Cavern soweit abgeschlossen. Ja, den Dings haben wir jetzt auch mal den Shop. Habe ich doch gesagt. Wir haben den Shop jetzt freigeschaltet. Das war eine gute Sache. Wir haben die Chamber of Extinction so ein bisschen gesehen, aber die geht mir echt gerade noch ein bisschen gegen den Strich. Aber da muss man sich einfach noch mal ein bisschen reinfinden, dann passt es. Wir haben den Tempel des Mondlichts so ein bisschen erforscht. Wir haben den Graveyard der Giganten so ein bisschen gesehen. Also doch schon einiges. Kommen wir hier jetzt überhaupt raus? Ja, kommen wir. Okay, schön. Ich hatte gerade schon Panik. So, jetzt einfach ein gewagter Sprung hier rüber. Nein, Vogel, nein. Ach, Mist. Wie doof war das denn? Aber ich glaube, ein gewagter Sprung dort von der anderen Seite geht genauso. Wenn ich mich jetzt gerade erinnere. Geh weg. Dann halt so. Ich meine, ich mag die Axt echt, aber sie funktioniert manchmal einfach nicht. So, Na komm, nee, der will nicht. Toll. Ich dachte, es gibt noch... Man könnte da noch ein bisschen rüber. Meine Güte, diese Vögel, jetzt hört doch auf damit. Diese Adler. Es sind ja keine Adler, sind ja Geier. Genau. Reicht das? Nein, weil es viel zu hoch ist. Nein, es reicht. Es reicht nicht. Schade. Dann wirklich von ganz oben. Das könnte nämlich reichen. Ach, komm schon. Komm schon, jetzt hör auf damit. Blödes Federvieh. Okay. Du auch. Du fängst gar nicht erst damit an. Danke. So. Und jetzt können wir von hier aus springen und das sollte reichen. Ja, 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 ja. Okay, wenn ich nicht umgedreht werde, dann hätte es gereicht. Das hätte auch beinahe gereicht.
Oh, so viele Viecher hier überall. Furchtbar. Ich will bloß die beiden Sachen, dann bin ich hier schon weg. Aber was war denn in der oberen Schatztruhe? Gab's die obere Schatztruhe überhaupt früher? Das ist eine andere Frage. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Okay, wie gesagt, einfach bloß rüberspringen, dann passt es. Ja. Vogelbeine getroffen, aber hat gepasst. Sehr schön. Was haben wir hier? Hier haben wir tatsächlich ein neues Siegel. Ich dachte, dass es nach Bahamut ein neues Siegel gibt. Ja, aber ich wusste nicht mal, dass es gleich zwei Siegel in der Spring in the Sky gibt. Damit haben wir das Birth Seal. Das war falsch. Die haben wir noch alle, genau. Sehr, sehr schön. Birth Seal, a stone tablet with writing that describes the birth. Let you destroy this corresponding wall seal. Ja. Damit haben wir jetzt das sehr schön und damit können wir jetzt hier so runterspringen, den Vogel ignorieren und können uns damit nochmal ein Sacred Orb holen. Damit haben wir jetzt 160 Leben. Sehr schön. Das sieht man gern. Damit haben wir jetzt wirklich einiges erreicht. Jetzt haben wir nämlich nochmal ein zweites Siegel dazu bekommen. Und mit dem Siegel können wir jetzt schon einiges reißen, ja. Wir müssen jetzt bloß gucken, wo. So, hier hoch, dann rüber nach zu Xelput. Und dann holen wir uns dort auch... Halt! Nee, okay. Früher war es so, wenn man das Spiel beendet und dann nochmal anfängt, dann bekommt man dort nochmal was Neues. So. Müssen wir da jetzt zu Xelput oder wo müssen wir da jetzt hin? Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. Hier runter, ja, da runter. Sehr schön. So, Xelput. So you made it. Now hurry up and go buy that newfangled laptop and let me have a turn at it. With it you can install twice as many applications. I will install a ton of games for you. Okay, also tatsächlich hat der neue Laptop doppelt so viel Speicherplatz. Wie gesagt, wir brauchen ihn gerade eben zwar nur nicht, aber trotzdem ist eine interessante Sache. Das Waterproof Case können wir uns an sich eigentlich mal kaufen. 50 passt eigentlich. Vielleicht hier oben? Oh ja, tatsächlich. Das ist der PC-Shop. Okay. This is the Mobile Super X2. It'll run circles around your laptop. 250 ist aber teuer. Aber wir haben jetzt gerade Bahamut besiegt. Das heißt, wir brauchen nicht zwingend viel mehr Flares. Wir haben jetzt noch 23 übrig. Irgendwann braucht man. Ja, ich kaufe mir. Okay. Jetzt haben wir zwar bloß noch 100 Münzen, aber egal. Das passt auch vorerst mal. Sehr schön. Ja, guck mal, jetzt habe ich, wow, 200 RAM frei. Das ist schön. Oder 200, ja, Megabyte RAM. 2000 Megabyte RAM, meinte ich. Schöne Sache. Damit können wir uns jetzt, glaube ich, wirklich alle gleichzeitig starten. Oder laufen lassen, tatsächlich. Wunderbar, damit haben wir das alles. Und ja, dann speichern wir wirklich nochmal. Das sollte jetzt auch in eine Ewigkeit her sein. Ja, tatsächlich. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Lamulana Remake. Wenn wir, unsere vielen neuen Sachen, vor allem unter anderem das Birth Seal, mal benutzen, um so ein bisschen weiterzukommen. Also dann, ciao.